und Sachgeschichten. Heute mit Katharina, Katharinas Mama Christiane, ihrem Papa Nico und einem ganz besonderen Lesezeichen. Mit dabei der Kinderarzt Professor Voigt, der Kinderarzt Dr. Fuchs und Katharinas kleine Schwester Magdalena. Außerdem ein besonderer elektrischer Rollstuhl, Birgit, ihre Lieblingskindergärtnerin, Katharinas Freundin Johanna und Johanna, ihre Lehrerin Frau Windgens, ein Trick mit einer Schulbank, Katharinas Klassenkameraden, Katharinas Großmutter, die uns einen langen Brief geschrieben hat und, weil Katharina die Maus so sehr mochte, natürlich mit der Maus und dem Elefanten. Der Brief fängt so an. Liebe Maus, seit Wochen will ich dir schreiben, aber du wirst gleich verstehen, weshalb es mir sehr schwer wurde. Katharina starb plötzlich am Frühlingssonntagmorgen am Geburtstag der Maus. Und was die Großmutter sonst noch über Katharina schrieb, fanden wir so ungewöhnlich, dass wir ihre Geschichte erzählen wollen. Geholfen haben uns dabei alle, mit denen Katharina zu tun hatte. Das ist Katharina. Katharina war ein großer Mausfan. Auf diesem Bild ist sie 7 Jahre und 2 Monate alt. Kurz nachdem dieses Foto gemacht wurde, starb Katharina. Hier liegt sie begraben. Ihr kurzes Leben fing schon mit großer Aufregung an. Als Katharina am 1. Januar 1989 geboren wurde, war sehr schnell klar, dass irgendetwas mit ihr nicht stimmte. Sie konnte sich überhaupt nicht bewegen, bis auf den kleinen Finger der rechten Hand. Kein Köpfchen drehen, kein Arm hochheben, kein Beinchen strampeln und hatte auch dann in der Uniklinik direkt auch Atemnot, dass sie also auch nicht alleine atmen konnte. Eine Maschine musste für Katharina das Atmen übernehmen. Die Ärzte sagen, Katharina wurde künstlich beatmet. Und die Hauptfrage, die sich für die Eltern und für uns stellte, war zum einen, welche Erkrankung Katharina hat, weil es war offensichtlich, dass sie eine Erkrankung hatte, auch eine Erkrankung, die sie schwach machte. Und ob sie es schaffen würde, mit dieser Krankheit zu leben. Was hatte Katharina? Sie hatte eine ganz, ganz seltene Muskelkrankheit, die sonst nur Jungen kriegen. Bei dieser Krankheit bilden sich überhaupt keine Muskeln und man kann diese Krankheit noch nicht heilen. Das heißt, Katharina würde nie alleine essen und trinken können, nicht sprechen, sie würde nie alleine sitzen können, nicht laufen lernen und wahrscheinlich nicht einmal alleine atmen können. Wenn ich mir das für mich vorstellen sollte, ich sollte also da jetzt liegen, ich könnte nicht reden, ich könnte mich nicht mitteilen, ich könnte noch nicht mal sagen, ob ich jetzt traurig bin oder ob ich mich über irgendwas freue, ich kann mich nicht bewegen und gar nichts, dass das kein schönes oder auf jeden Fall kein würdiges Leben ist.